Willkommen zurück zu World of Warcraft und dem nächsten Expansion Pack Cataclysm. Wir haben in dem Intro gesehen, dass Deathwing ausgebrochen ist und Azeroth in Schutt und Asche gelegt hat. Und wir haben ja logischerweise in unserem Leveling schon einiges davon gesehen gehabt und haben jetzt die Ehre, hier wieder zurückzukehren und in viele neue Gebiete vorzustoßen, die in der Vergangenheit einfach so noch nicht existiert hatten. Das heißt also, wenn man dann wirklich sich hier mal so ein bisschen umguckt, wir sind halt auf der falschen Seite diesbezüglich, aber wir hatten definitiv hier Gebäude, zum Beispiel hier, Mount Hyal war einfach ein Gebiet, was so nicht existiert hat. Da war in der Hinsicht einfach nichts. Was bedeutet sowas wie Ashenvale, Fellwood, war alles da, aber nicht dieser Bereich. Und das ist natürlich sehr interessant zu sehen, wie das so aufgebaut worden ist und dann auch so weiter ausgebaut. So. Die große Frage ist jetzt natürlich so ein bisschen, wir kommen in ein neues Gebiet, in ein neues Expansion Pack, was muss man als erstes machen? Und man kann definitiv hingehen und in die Adventure Guide reingucken, um da zu sehen, welche Richtung man einschlagen kann. Aber wenn man in Stormwind ankommt, wird man hier gleich mit Quest Discovered a Personal Summoning begrüßt. An unfamiliar feeling wells up from deep within you, flooding your mind with thoughts and images. Here, my word, Werewolf, our world finds itself in the grip of a terrible crisis. I call upon you to lend your aid in this desperate hour. I am Narad, seek me out at once, and your calling shall be revealed. I await you at the Eastern Earth Shrine in Stormwind City. Und das ist auch ein weiteres wichtiges Element, was man so ein bisschen ansprechen muss, und zwar Stormwind und auch zu einem gewissen Grad Orgrimmar, also die Hauptstadt der Horde, sind Städte gewesen, die in der Vergangenheit anders aussahen. Bedeutet also zum Beispiel, dieser Bereich war relativ normal, aber Stormwind in der Vergangenheit war im Endeffekt Valley of Heroes, Trade District, The Mage Quarters. Und dann hier, dieser Bereich Lion's Rest war nicht dort, Cathedral Square war dort und dann dreht man aber auch hier schon zu Ende, hatte hier wirklich die Mauern, sieht man auch schon noch sogar ein bisschen. Dwarven District war dabei, Stormwind Keep, Old Town und dann war es das schon. Alles was jetzt hier hinten dazu ist mit Lion's Rest, den Harbor und dem restlichen Bereich, wir sehen, wir müssen dorthin, das sind alles Sachen, die man in der Vergangenheit so überhaupt nicht zur Verfügung hatte. Und das war natürlich dann sehr, sehr interessant zu sehen. Gerade speziell für mich, denn ich hatte damals in der Vergangenheit mit Wrath of the Lich King aufgehört gehabt. Also ich hatte noch mein Death Knight auf Level 80 war das gespielt und hatte dann Cataclysm nicht mehr gespielt gehabt und bin dann erst mit dem Expansion Pack danach zurückgekehrt. Und dann halt Stormwind so wieder vorzufinden, war sehr, sehr beeindruckend. Das gleiche gilt auch für Orgrimmar. Orgrimmar war mehr oder weniger komplett angepasst worden. Also gerade wo man hier sagt, hier, ja, die ganzen Districts sind mehr oder weniger gleich, das ist bei Orgrimmar so überhaupt nicht der Fall. Und das werden wir hoffentlich irgendwann, wann auch immer es genau sein möge, uns in Zukunft auch noch angucken. So, wir haben jetzt hier zwei interessante Richtungen, die wir einschlagen können. Und ich bin immer noch die ganze Zeit so ein bisschen am Überlegen. Denn einerseits, wir haben die Sache mit Deathwing miterlebt und da gibt es dann halt jetzt als erstes Gebiet gleich eins, was so ein bisschen mit Deathwing zusammenhängt. Andererseits hat man aber auch ein Gebiet, das sehr, sehr beeindruckend ist, weil es eine komplett andere Richtung einschlägt. Vielleicht nicht eine Richtung, die jedermanns Sache ist, aber es ist eine andere Richtung und ich überlege gerade, in welcher Reihenfolge wir das machen und ich denke, wir werden tatsächlich uns nach Mount Hyal begeben, also das, was ihr gerade gesehen habt, was wir auf der Karte uns angeguckt haben, anstatt die andere Richtung zu gehen und das machen wir dann, falls in der Zukunft. So, bevor wir aber loslegen, genau. Wir sehen unsere Fluggeschwindigkeit mit sagenhaften 51. Wir haben die Möglichkeit, aber auch schon seit längerer Zeit, für 4500 Gold, was für uns zwar nicht wirklich ein Problem darstellt, aber trotzdem noch eine große Menge ist. Wir können es auf jeden Fall upgraden, um nochmal schneller zu werden. Wir könnten das theoretisch nochmal upgraden danach, um einen weiteren Sprung zu machen. Und wir werden dieses erste Upgrade genau jetzt kaufen. 4500 ist das Beste, was wir, glaube ich, an Preis bekommen können. Aber mal ganz kurz gucken. Das ist auch mal so fies. Erstmal so ein bisschen gucken, wo das Ganze sich hier befindet. Und zwar Ironforge is honored. Ich glaube, man bekommt nicht danach nochmal ein, wenn man exalted ist. Aber da kann ich mich natürlich auch täuschen. Aber 4500 ist, denke ich, noch ein besserer Preis als 5000. Haben wir 500 gespart. Und wir gehen jetzt auf sagenhafte 280 hoch. Und der Geschwindigkeitsunterschied ist beängstigend. So. Wenn man
dann nochmal 4500 ausgibt, geht man, glaube ich, auf 320% hoch. Und man merkt meines Erachtens den Geschwindigkeitsunterschied da weniger als von 150 auf 280. Und dementsprechend, ich persönlich kann immer nur empfehlen, dass man vielleicht das mit einem Charakter mal macht. Wenn man wirklich sagt, hey, das ist mein Hauptcharakter, den spiele ich immer, dann kann man meines Erachtens ruhig hingehen und da nochmal 4500 ausgeben. Aber halt für jeden Twin, falls man wirklich das so angeht, nochmal 4500 ausgeben. Für diesen kleinen Boost ist meines Erachtens nicht notwendig. Ich denke, einmal, um dann halt wirklich dann doch schnell von A nach B fliegen zu können, ist angenehm. Aber alles andere ist so ein bisschen Overkill. Logischerweise, wir haben da aber auch jetzt hier gerade eine clevere Entscheidung getroffen. Ohne zu viel zu spoilern, für diejenigen, die das Ganze wirklich nicht kennen. Aber hätten wir den anderen Weg eingeschlagen, also von dem jetzigen kommenden Levelgebiet, dann hätten wir da 4500 Gold dann doch mehr oder weniger aus dem Fenster geworfen. So, ich will jetzt mal ganz kurz gucken. Wenn wir hier hingehen würden, wo würden die uns hinschicken? Genau dorthin, wo ich es dachte. Okay. Dementsprechend gehen wir jetzt erstmal nur hier hinten hin. Sehen dann zum Beispiel auch hier ist das Quarter der Pandaren. Was natürlich sehr interessant zu sehen ist. Meine, die anderen Rassen haben jetzt hier nicht wirklich so ein Standing. Man kann zwar sagen, nachdem wir die Wargen-Starter-Sache da miterlebt haben, dass die Wargen in Danausus sind und die Drenai in Exodar und so weiter und so fort. Aber es sieht natürlich dann lustig aus, dass die hier so einen kleinen Fleck haben und der Rest ist alles Menschen. Okay, auf jeden Fall, wir gehen hier hin und das Schöne ist, auf den ersten Blick sehen wir hier gleich mehr oder weniger, was da auf uns zukommen wird in der Zukunft. Ansonsten würde ich gerne. Achso, das Quest war das hier, glaube ich, ne? Das wir da gesehen konnten. Okay. Auf jeden Fall. Light. The Earth Speaker. Remember the light. May your sense of honor and duty serve Atheros well. Ansonsten nochmal hier hervorzuheben: Das sind The Broken. Das ist mehr oder weniger eine Rasse, die sich deformiert hatte und ursprünglich mal die Drenai waren. May your sense of honor and duty serve Atheros well. Greetings, Hero of Atheros. We of the Earthen Ring, ist übrigens so ein Schamanen-Clan, oder Bund, wie auch immer man es sehen möchte. We of the Earthen Ring know you by name, Werewolf. Your exploits and accomplishments are many. Atheros already stands in your debt, and yet again, she is in need of her heroes. Ganz, ganz wichtig, Atheros, warum wird sie als She, also weiblich bezeichnet? Relativ simpel, Atheros ist nämlich ein Titan. Und weil einfach weiblich. I am but a messenger. A powerful presence seeks audience with you. Peer into the waters of far-seeing and behold the dilemma of our world. See you. Und, you know, man steht jetzt hier so ein bisschen. What new? Live another day. Im Endeffekt gibt es hier einen Bottich. Citizen of Azeroth, behold. Our world groans in agony, besieged by an adversary of unspeakable power. As her lands break and crumble, the fractures that divide her people must be mended, for neither side can overcome this threat alone. Join me. Cast aside your prejudices. Together, we must heal Azeroth's wounds and those of her people. Hier konnten wir miterleben, wie stark Azeroth doch tatsächlich von Deathwing getroffen worden ist und haben dabei auch gleichzeitig eine doch sehr, sehr wichtige Person in der Geschichte von Warcraft gesehen. What? Aber dazu später mehr. Now that your eyes have seen the truth, where will you choose to serve? The Earthen Ring has identified the watery realm of Vashir as a source of the adversary's destructive energies. It is still uncertain what dangers might be faced there, so any information you could gather would be of great value. The Alliance is sending warships to the region as we speak. To gain passage, travel northwest of Stormwind and speak to Recruiter Burns at Stormwind Harbor. May the spirits guide you, Werewolf. Und da ist hier interessant wirklich zu sehen, wir werden nach Vashir gesendet, obwohl wir Alternativen haben. Und da würde ich jetzt ganz gerne einfach mal gucken, denn
Meines Erachtens, wie man hier zum Beispiel sieht, war Shears Beschreibung ist anders. Recent attacks by the Horde on our trade ships off the coast of Stormwind Harbor must be met with swift and just force. Und das ist natürlich dann schon etwas interessant, wenn wir hier gerade mit den Kollegen geredet haben, die übrigens wirklich eine neutrale Fraktion sind. Kann man sich denken, wenn der Anführer ein Ork ist. Aber es ist halt dann wirklich interessant zu sehen, dass die Beschreibung hier wirklich eher darauf auf die Horde einfach konzentriert ist, wohingegen die sagen, oh, die Elemente haben Probleme. Aber wir haben auch noch die Alternative mit Mount Hiyal. Your help is needed at Mount Hiyal. The Cenarian Circle reports that Deathwing's minion have launched a destructive offense against the World Tree. Und das ging natürlich so ein bisschen passender zur Story und dementsprechend machen wir das als erstes hier. By orders of His Royal Highness King Anduin Rin, all able-bodied citizens of the Alliance are to report to Emissary Windsong at Nighthaven in Moonglade. Our brothers in the Cenarian Circle report that Deathwing's minion have launched a destructive offense against the World Tree and threaten to burn it to the ground. Speak with the Cenarian Emissary Jade Moon in Stormwind Keep to gain entry into Moonglade. For the glory and honor of the Alliance, fight on, brother. Will do. Ja, und das ist natürlich dann hier zum Beispiel wieder interessant zu sehen, dass das Spiel einen eher in eine Richtung schickt, der, wenn man zumindest so ein bisschen die Story versucht im Hintergrund zu halten, dann doch in eine andere Richtung schlägt. Okay, auf jeden Fall, wir haben jetzt hier eine Möglichkeit bekommen, auf diese andere Questreihe loszugehen. Und dafür können wir hier ganz simpel hinfliegen. Und, hey, ich habe noch nie den Kleinen hier gesehen. Kleiner Level 111 mit 26 Millionen HP. Mhm. Auf jeden Fall. Gucken wir mal, wo Madame sich genau befindet. Wird zumindest hier hervorgehoben. Gucken wir mal hier in den Garten selbst. Da ist sie. Greetings. Are you here to help the cause? Mount Hiyal burns. Could you please send me to Moonglade? Und damit sind wir in Moonglade angekommen. Um das nochmal so heftig hervorzuheben. Das ist ein Tauren-Neidelfen-Gebiet. Und zwar ist das mehr oder weniger die Hauptstadt der Druiden. Und die Druiden sind natürlich auch eine durchaus interessante Fraktion. Und zwar, beide Seiten können sie spielen. Aber sie sind relativ neutral gehalten, weil sie halt eher so auf die Natur verbunden sind. Und dementsprechend ihren Counterpart als nicht Gegner wirklich ansehen. We knew the Alliance would send help and not a moment too soon. Ansonsten eine Sache, bevor ich es vergesse. Und zwar, als wir das Intro zu Deathwing gesehen hatten, gab es Untertitel. Jedoch bei dieser zweiten Cutscene mit Thrall, um mal den Namen zu nennen, da gab es wiederum keine. Und das fand ich natürlich so ein bisschen doof. A, dass ich keine Möglichkeit gefunden habe, irgendwo Untertitel einzustellen. Und B, dass es auch, wenn ich hätte welche gefunden, man die Cutscene gar nicht hätte neu starten können. Werewolf, we have heard much about you and your previous accomplishments. It is good that you have come here just as Azeroth finds itself in a time of great need. Deathwing's minions are attacking Hiyal and seek to bring the destructive Ragnaros back into our world. Aronos will take you to join Malfurion's forces in Hiyal. Lend them what help you can. Go in peace. Und da haben wir hier den Drache, mit dem wir jetzt dahin fliegen. Und das Schöne ist, wir werden auch relativ simpel hin teleportiert. Selbst ohne Ladezeiten. Aber die hatten wir im Endeffekt schon vorher. Und ja, wir sehen dann auf jeden Fall hier. No, it can't be. Our forward outpost has been obliterated. Ein Gebiet, das ziemlich mitgenommen worden ist. Is it too late? I feel Deathwing's presence nearby. By fire be purged! The Fire Lord has risen! We must send word to the others! Let us hurry! Das ist natürlich sehr, sehr beängstigend,
Wenn man wirklich Ragnaros the Fire Lord sich anguckt, das ist schon ein gigantisches Vieh und Death Knight ist nochmal eine ganze Ecke größer. Ansonsten sehen wir hier einen, oder bekommen hier einen sehr guten Einblick in was auf uns zukommen wird in Mount Hyal. Das ist eigentlich ein sehr, sehr großes Gebiet. Und ich sag schon mal so, ein Gebiet, das sehr, sehr ätzend, selbst mit einem Flugmount zu fliegen ist. Einfach weil, man sieht, man ist hier sehr weit unten. Und man wird gelegentlich Quests haben, wo man hier wieder hochfliegen darf. Und das dauert einfach nur mal so ein bisschen. Auf jeden Fall sehen wir hier den Vault Tree. Ein doch relativ wichtiger Baum, denke ich, kann man sich an dem Namen so ein bisschen ableiten. Und unsere Aufgabe ist jetzt hier ganz speziell diesen Bereich wieder so ein bisschen einzunehmen, bevor die beiden Kollegen, die wir gerade angetroffen haben, noch weitere Probleme anstellen. So, und damit kommen wir hier zum ersten Quest-Hub. Gleich hier am Anfang ganz wichtig zu sehen, es gibt tatsächlich Portale, um nach Stormwind und nach Orgrimmar zurückkehren zu können. Sehr angenehm. So, bevor wir aber jetzt hier irgendeinen Blödsinn starten, werden wir mal ganz kurz so frei sein und uns die Flugroute hier krallen. Uns einfach nochmal hier kurz hervorzuheben, wir sind jetzt wirklich von hier drüben nach dort drüben gewandert und sind jetzt in ein Gebiet von Level 80 bis 82 und wenn man sich das wirklich anguckt, wie groß das Gebiet ist, würde man denken, dass man hier dann doch für ein bisschen länger als nur zwei Level wäre. Und dementsprechend bin ich mal gespannt, wie das abläuft, denn man hat mittlerweile eigentlich nur die Erinnerung, wie das Ganze mit Heirloom-Gegenständen ablaufen würde und nicht mit normalen Equipment. Okay, dann gucken wir mal. Wir haben hier Furious Hyal Wardens. Interessanterweise neutral gehalten, aber Level 110, was aktuell das Maximum ist. So, und dann haben wir hier einfach nur drei Droiden sowie Ysera. Und auch hier wieder wichtig anzumerken, hat zwar eine Nachtelfenform, aber genau, Nachtelfen normalerweise haben nicht solche Hörnchen, mit anderen Worten. Is the Emerald Dragon Queen. We all play a part in nature's plan. Though Ysera's physical form stands in front of you, her consciousness appears to shift between this world and another. Ja, das ist natürlich wichtig. Ysera ist... Bitte fragt mich nicht, wie das hundertprozentig mit der Story abläuft. Aber sie ist so ein bisschen in einer Traumwelt mit gleichzeitig verbunden. Dementsprechend denke ich gerade, die so ein bisschen Hearthstone gespielt haben, denken so, oder können, denke ich, verstehen, was ich damit meine. So, genau. As Hyal burns, Ysera appears to be in some sort of trance. Ysera's eye looks distant, as if not fully acknowledging you. I feel it as well, warrior. Ragnaros has arrived. We must defeat his minions before he can join them and lend them his strength. Sigmar Furion Stormrage, the leader of the Night Elves, at the tranquil grove west of here and aid his forces in any way you can. I must seek answers from within the Emerald Dream. You must protect the World Tree until I return. Und damit haben wir so den ersten Schritt bekommen. Und zwar müssen wir da nach unten gehen. Mal füllen, ist da unten? Ha, okay. Und hier gibt es nämlich eine Situation, die ich miterlebt habe. Und zwar nur einmal in den ganzen Spieldurchläufen, die ich hier hatte. Und ich weiß nicht, warum ich das bisher nicht nochmal gesehen habe. Auf jeden Fall, hier haben wir zwei weitere Nasen, die wir jetzt hier aushelfen sollen. Greetings. Unren Shadow Seeker ist der erste. The effect of the Twilight Hammer's attack can be felt even here. Da haben wir mal wieder Twilight Hammer Idioten am Start. This close to the World Tree. As our forests burn, the very earth turns against us in a crazed frenzy. We can't allow the elements to go unchecked. Go and help our men take care of them. Thololololo, White Hoof. This is no mere natural occurrence, Werewolf. There must be a twilight presence behind our lines that we haven't accounted for. It's possible that whoever is instigating the elemental disturbance is using foul magic to hide themselves from our sight. Seek the aid of the fairy dragons that roam near the world tree. They can see through any of our enemies' illusions. Feed them the juniper berries that grow nearby to gain their trust. Yep, wir haben jetzt hier kleine Drachenfreunde, die wir jetzt zur Hilfe rufen, um das Ganze so umzusetzen zu können. Das heißt also, ich bin hier. Njom, 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 njom. Ja, schön. So, und jetzt muss ich ganz kurz gucken. Feed these to the fairy dragons to gain their trust. Genau, also die sind hier irgendwo mal rumfliegen. Aber wir fangen jetzt erstmal hier kurz an und hauen die nebenbei ein bisschen um. Und nutzen auch natürlich hier wieder die Sache aus, dass wir die so ein bisschen farmen können.
Und das Lustige ist, man hat gesehen, das gibt es sagenhafte 40 Silber. Also das lohnt sich schon durchaus, sich um die zu kümmern. So, hier sehr schick, da haben wir gleich mehrere. Dementsprechend wollen wir das hier relativ zügig kombinieren. Ja, schick. Ja, und auch hier natürlich haben wir so ein Element, wo wir sehen, hier sind andere Charaktere, Wachen, Mitkämpfer am Start. Und im Endeffekt sind die wirklich auch nur hier, um sich darum zu kümmern, dass es so ein bisschen Story und auch Atmosphäre reinbringt. Entsprechend, sehr schön. Es dürfte jetzt auch nur noch einer sein. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Nice. Okay, und da sehen wir sie auch schon, die Fairy Dragons. Und wir sind natürlich so clever und holen uns gleich so viele von den Berries, wie wir brauchen oder finden können erstmal. Und fangen jetzt an, die hier zu füttern. We look for the evil ones now, yes. Und im Endeffekt sehen wir hier, der fliegt jetzt hier irgendwo hin. Over here, Werewolf. You will not give away my position, Warrior. Da sehen wir auf einmal aus dem Nichts taucht jemand auf. Und das ist natürlich auch beängstigend, dass es Magie gibt, die so stark ist, dass einfach keiner sie finden kann. Natürlich wieder eine Frage, ob sie im Endeffekt unsichtbar sind oder ob sie tatsächlich auch nicht wirklich fühlbar sind. Also man sagt, genau, wenn der genau vor dir steht und du drückst ihm auf die Nase, würden wir das spüren, ja oder nein? Meep. Morgan is good friend, follow now, we find intruder. Natürlich dann auch interessant, dass solche Kreaturen existieren, die überhaupt dann auch wiederum so stark sind. We find evil one quick. Oh, hi. Das wirkte merkwürdig. Ich dachte nämlich schon, hä, habe ich jetzt, weil ich den einen da angegriffen habe, irgendwie hier die Sequence zerstört gehabt? Aber scheinbar nicht. Er ist einfach nur scheinbar später gespawnt. Natürlich interessant zu sehen. Over here. Ja, ist natürlich merkwürdig, gerade wenn man den ersten gesehen hat. Das ist eigentlich so, wie es eigentlich ablaufen sollte. Dass die gefunden werden und dann abhauen und nicht halt vorher. Who knows? Er weiß wieder, was bei mir mit der Leitung irgendwie Probleme ist. Ja, 80er Ping ist nicht schön. Ich gleich mal gucken. We look for the evil ones now. Yes. Do it. Auf jeden Fall, hier ist natürlich erstmal so überhaupt kein größerer Witz dahinter. Die suchen zwar nach denen, aber die laufen hier nicht wirklich rum. Die fliegen einfach für ein paar Sekunden und dann spawnen die. Also, das ist nicht der Fall, dass ich jetzt zum Beispiel hier mit einem Whirlwind durch diese komplette Welt durchrennen könnte und so die finden könnte. So ist das überhaupt nicht. So, und der Witz ist natürlich, wir haben jetzt hier Quests, die wir abarbeiten müssen oder wollen. Und das andere Quest, was so mehr oder weniger das Hauptquest ist, hat sich erstmal wieder so ein bisschen nach hinten geschoben. You've done well, Werewolf. We cannot allow the Twilight's Hammer spies this close to the World Tree. Ist immer komisch, wenn halt statt Twilight Hammer ist Twilight's Hammer. Ich zumindest würde sagen, dass Twilight Hammer besser klingt. We have identified the general direction where the infiltrators have been coming from, thanks to your work. Now we just need to shut down the camp and put an end to the operation this side of Nordrussil. Take this horn, honk honk. It will signal one of our ammo drakes to swoop down and give these Twilight cultists a taste of the flames they so madly worship. Wir bekommen hier eine Waffe, die dann zum Beispiel Mastery gibt, aber wir sollten, denke ich, die sogar mittlerweile nehmen. Auch wenn wir da so ein paar Stats verlieren. Und da sieht man auch zum Beispiel wieder, neues Expansion Pack. Und da machen wir auf einmal noch einen heftigeren Sprung. Von 138, wo man ja auch nicht vergessen darf. Wir haben ja mittlerweile ja eigentlich auch schon 174. Aber selbst hier dann noch auf 272 zu springen, ist extrem. I thank you, Werewolf. Your fighting prowess is admirable. You will be crucial to putting a halt to the elemental onslaught. Good luck, friend. So, und jetzt sieht man hier im Endeffekt wirklich nur ein weiteres Quest bekommen. Und auch hier interessant wirklich zu sehen, hier sind viele, die halt verletzt sind. Ich denke, auch hier ist es wirklich so eine Situation, die man sich so ein bisschen vor Auge halten muss. Ich gehe mal davon aus, dass diese elementare
kein großes Problem damit haben, immer und immer und immer wieder neu zu spawnen. Zumindest in richtiger Logik, einfach weil halt, ist halt die Erde. Erde wird auf einmal lebendig und greift an, wohingegen natürlich dann die menschlichen, die humanoiden Nummern, Einheiten, weit mehr begrenzt sind und auch nur eine gewisse Anzahl erreichen können. So, auch hier wieder so ein Quest, wo man einfach so ein bisschen wissen muss, wo man einfach hinfliegen muss. Und ich weiß nicht, wann es wirklich angefangen hat, dass das Spiel noch ein Ticken angenehmer, noch ein Ticken einfacher zu werden. Aber ich denke, so Cataclysm Pandaria, also das nächste Expansion Pack, sind so definitiv die beiden Punkte, wo man sehr, sehr merkt, dass das Ganze sich nochmal geändert hat. So, kann ich das hier schon mitnehmen? Nice. Denn wir müssen ehrlich zugeben, ich habe so ein bisschen angefangen, meine Berufe so ein bisschen zu ignorieren. Ich werde auch irgendwann mal aufholen. Aber, ist aktuell relativ bequem, einfach zu questen und die eher langweiligere Aufgabe so ein bisschen nach hinten zu verschieben. So, auf jeden Fall haben wir hier diese Nasen und das Schöne ist, wir müssen jetzt hier wirklich reinlaufen und müssen gegen die kämpfen. Ich weiß nicht, wie viel wir kämpfen müssen. Okay, einen müssen wir bekämpfen, um dann hier dann Unterstützung zu bekommen. Und dieser fliegt natürlich jetzt hier einfach lustig durch und brennt das ganze Zeug an. Lustigerweise natürlich, hier muss man auch so ein bisschen wieder mal anmerken, dass das in dem Videospiel natürlich so ein bisschen übersichtlicher gehalten ist. Das, was wir jetzt hier gerade sehen in Nordrassil mit dem World Tree, das ist normalerweise natürlich ein gigantischer Wald, wo gerade eben nicht alles so nah beieinander ist. Dementsprechend dieses Camp hier würde normalerweise vermutlich bei weit mehr versteckt sein. Dementsprechend, das sieht natürlich lustig aus, wir haben hier keine 5 Minuten Fußweg und können so schnell deren Versteck finden, was die anderen aus irgendeinem Grund nicht hinbekommen haben. Hey, Keeper Remulus ist auch hier. Schön. Ja, und damit haben wir auf jeden Fall hier diese Aufgabe dann schon wieder geschafft. Und dann auch hier wirklich wichtig zu sehen, können die tatsächlich besiegen? Machen wir so einen ganz kurzen Ticken beobachten. Also entweder ist hier jemand anders einfach gewesen, was gut möglich ist, aber normalerweise dürften die... Okay, man sieht, die nehmen so ein bisschen Schaden. Also, ist nicht immer selbstverständlich. Es gibt wirklich Situationen, wo NPCs andere NPCs umnieten können und viele dann aber auch wiederum nicht. Excellent Werewolf, that should put a stop to the attacks once we finish these elementals off. Okay, also da ist also dann doch wiederum ein gewisser Stopp, aber wenn man halt nicht die ursprünglichen Bösewichte stoppt, könnte es trotzdem Probleme geben. Okay. So. Poison Fire Greatsword. Ich denke, das sollten wir einfach nehmen, selbst wenn wir da Critical Strike und Haste verlieren. Einfach weil es nach einer Waffe klingt, die dann doch ein Ticken besser ist. So, gucken wir aber mal ganz kurz. Wir haben eine neue Sache bekommen, und zwar Mastery Colossal Might Passive. Increase the damage of your Colossal Smash by 15% and cause it to increase damage you deal to the target by additional 15%. Hoho. Auch hier muss ich natürlich mal wieder so ganz schnell gucken. Colossal Smash ist diese Sache. Das ist natürlich richtig gut. Weil es ja schon wirklich schon so ein Skill ist, der den Gegner schwächer machen soll. Und da jetzt hier nochmal so einen Bonus zu bekommen, ist gar nicht mal interessant. Lustig ist natürlich aber auch hier wieder so zu sehen, aber die Größe von diesen Schwertern. Ich meine, man kann nachvollziehen, dass das Schwert vielleicht... Ja, man würde denken, das Schwert ist länger, aber schmaler im Vergleich logischerweise zu einer Axt. Aber keine Ahnung, es wirkt überraschend niedlich klein. So, wir fliegen natürlich ganz bewusst jetzt diesen Weg, so wie man ihn normalerweise laufen oder reiten würde. Einfach um so ein bisschen zu zeigen, wie halt das Spiel auch zum Teil aufgebaut ist. Es ist mir immer so ein bisschen wichtig, dass man wirklich so ein bisschen versucht, sich so ein bisschen die Welt auch anzugucken. Dass man nicht einfach nur sagt, okay, ich muss jetzt hier hinfliegen, fliege jetzt dahin, mach Autopilot an und wir sehen uns dann in 5 Sekunden wieder, wenn wir da angekommen sind. Also, so möchte ich das A selber nicht spielen und logischerweise auch nicht präsentieren. Dann sieht man halt hier wirklich... Ja, es sieht eigentlich noch relativ angenehm aus. Klar, die Elemente sind hier am Starten. Wir haben auch gesehen, dass interessanterweise da, wo die Twilight Hammer wieder an dieser Ecke waren, sah es alles schon wieder so ein Ticken schlechter aus, wo man schon wieder so ein bisschen fragen muss, was zur Hölle die da machen, nur weil sie da Camp aufgeschlagen haben. Ich meine, ja klar, wenn man halt hingeht, wenn man sich auf einer Wiese niederlässt und da 5 Milliarden Leute rübertrampeln und Sachen abstellen, dann wird auch da das Gras schlecht, logischerweise. Aber trotzdem. So, und das Ganze sah alles noch relativ gut aus, bis wir hier so ein bisschen aus diesem Anfangsbereich rauskommen. Zwar immer noch hier und da ein paar Blümchen, aber auch hier fängt es dann schon an zu brennen. Ach ja, klar, hier ist Malfurion, genau. Und dann sieht man hier, sind auch schon wieder die Twilight Hammer Minions am Start.
Und um die werden wir uns hier gleich kümmern dürfen. Und da sieht man auch hier schon die Ironbark Protectors oder Ancients in dem Fall. Kämpfen hier gegen Blazebound Elementals. Hoho. Also, dass hier wirklich mit die stärksten Einheiten der Nachtelfen in dieser Situation kämpfen müssen, sollte schon so ein bisschen was aussagen. So, Malfurion und Windspeaker Tamila. How might nature serve? You've arrived in just in time, Werewolf. Make no mistake about this, Werewolf. The outcome of this war will determine the very survival of our world as we know it. The Twilight Summer has become more powerful than ever with Deathwing's return. Wo man auch wieder so ein bisschen fragen muss, wie das überhaupt funktioniert, dass irgendein Kult auf einmal stärker wird. Das haben wir auch so ein bisschen beim Lich King mitbekommen, wie da diese 0815 Heinis auf einmal richtig stark geworden sind. Should they succeed in taking over the World Tree, they might strike a blow from which we will never recover. It is time we beat back the enemy. It is time we crush the Twilight's Hammer. Kill 4 Twilight Flamecaller and 10 Twilight Vanquishers. May the winds be at your back. Ah, I've been expecting you. A powerful artifact known as the Flame Seer's Staff was lost during the initial onslaught by the enemy forces. It was an ancient bone staff that granted its wielder power over the elements of fire. Its fragments litter the area around us. Find them and bring them to Malfurion. Perhaps the artifact's power will still be of use. We shall meet again. Und dann bekommen wir jetzt hier wieder eine Aufgabe, nicht nur diesen Kollegen hier auf die Nase zu hauen, sondern auch so ein paar kleine Stückchen zu sammeln. Und ich denke, man sollte wirklich das Highlight auf Stückchen legen, denn ich gehe mal davon aus, dass es wirklich auch Leute gibt, die am Anfang Probleme haben, die erstmal wieder zu finden. Das Gute ist, sie sind nicht hier, denn ich denke, wirklich in diesem Blumenbeet was zu finden, wäre etwas katastrophal. Und ich denke, man sieht es jetzt hier schon relativ gut, wo das Ganze denn tatsächlich ist. Auf jeden Fall auch hier wieder ganz simple Gegner, mehr oder weniger wie diese Elemente. Und wir haben jetzt hier schon zwei Sachen, die gedroppt worden sind in kürzester Zeit. Und das Spiel sagt zum Beispiel, dass das ein großes Upgrade wäre, das ich vor allem auch noch nicht für meine Kollektion habe. Interessant. Gucken wir mal ganz kurz. Mehr Armor, weniger Dodge, mehr Critical Strike, mehr Mastery und kein Prismatic Slot. Natürlich zum Beispiel wirklich interessant zu sehen, dass es genau die gleiche Stärke und Stamina-Werte hat. Ich meine, logischerweise ziehen wir das an, weil es wirklich sich besser anhört. Aber es ist trotzdem auch gleichzeitig wiederum merkwürdig. Ebenfalls merkwürdig, dass wir hier mehrere Twilight Hammer-Idioten haben, die es überhaupt keinen Gegner hatten, gegen den sie kämpfen durften. Und dann hier zum Beispiel sieht man, da sind hier gleich 4 Leute auf einmal gewesen. Hey, hi. Come on, das können wir doch hier gleich verbinden. Auch hier haben wir natürlich dann wieder so eine interessante Situation, wo man relativ schnell sieht, die Vanquisher sind wirklich bei Weitem mehr verteilt als die Flamecaller. Und dementsprechend muss man, glaube ich, immer so ein bisschen näher hier zu den Sachen kommen, um auch an die Flamecaller zu gelangen. Ja, dann sieht man natürlich auch hier meines Erachtens wieder ganz lustig. Bunk, 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 bunk. Wie diese Flamecallers angeblich schaffen, so große Ancients zu tanken. Okay, auf jeden Fall. Wir wollen jetzt hier weiterhin die Stücke sammeln und ich muss zugeben, ich bin jetzt nicht so sicher, wo wir hier noch schnell welche finden können. Entsprechend gehen wir mal so die mit einfachste Richtung und fliegen in die Luft und gucken so nochmal so ein bisschen. Gucken wir mal, ob hier unten nochmal welche sind. Yes, sehr gut. Hier hinten nehmen wir sie gleich mit. Versuchen natürlich jetzt so ein bisschen die Gegner zu ignorieren. Denn wir müssen sie ja nicht mehr umhauen. Und dann haben wir da auch schon so ein paar lustige Kreaturen und hey, nice. Auch gleich mit. Das Wichtige ist natürlich auch hier wieder, es hilft schon so ein bisschen aus, dass wir von dem Mining auch XP bekommen. Ja, und hier ist natürlich jetzt wieder so eine Situation, wo ich zugegeben ein bisschen anders rangehen werde. Also wir werden nicht sagen, oh, wir sind Level 82, ergo wir verabschieden uns von hier. Sondern ich würde ganz gerne wirklich versuchen, so viel Erfahrung zu bekommen, damit wir wirklich schnell 85 werden. Logischerweise gibt es da auch natürlich so ein zweischneidiges Schwert, wenn man sagt, hey, man ist jetzt, das Gebiet ist bis 82 angesetzt und wir sind jetzt hier oder versuchen bis 84 zu bleiben. Das hat natürlich auch seine Nachteile, weil man irgendwann immer weniger Erfahrung bekommt. Greetings, friend. The forces we are up against here go beyond the Twilight's Hammer, Ragnaros or even Deathwing. We must succeed here if our world is going to survive at all.
You have done well, Werewolf, but I fear the battle is far from over. Das ist eine Sache, die wir einfach verkaufen. Und yes, Werewolf. Excellent, Werewolf. This will be a great weapon against the enemy forces. The large elementals that besiege us are not a singular entity. They are an amalgamation of lesser spirits bound together by the Twilight's Hammer cultist magic. The rebuilt Flameseer staff will give us enough power to shatter its bonds. Destroy the smaller elementals once you have broken up the more dangerous ones. Nature stands with you. Okay, und ich glaube, hier ist jetzt ein relativ interessantes Quest, wo wir wirklich diese größeren Viecher hier aufsuchen müssen. Und glaube wirklich so angreifen. Genau, damit zerbrechen die jetzt. Und wir haben die Möglichkeit, hier gegen mehrere von diesen Kleinen kämpfen zu dürfen. Das klang erst so kurz, als würde der jetzt draufgehen, aber die machen ja immer solche lustigen Geräusche. Ja, man hat mal gesehen, die einmal so um mir hauen, und da bin ich mal ganz gut so frei, werde Interrupt mal wieder hier rausschmeißen, damit wir das so leichter spammen können, wenn auch vielleicht nicht notwendig. So, und ja, wir gehen jetzt natürlich auf die Suche nach diesen größeren Viechern und hoffen uns, dass wir das hier so irgendwie hinbekommen. Wichtig ist vor allem, wir wollen nicht zu dem Punkt, wo wir am Ende waren, denn da müssen wir erst beim nächsten Mal wieder hin. Mal zugeben, ich habe es wirklich selten, dass hier... Da unten ist angeblich noch einer. Dass hier so überhaupt keine dieser größeren Elementals am Start sind. Sehr wirklich selten. Kann daran liegen, dass diese andere Person, die hier alle kaputt gemacht hat oder am kaputt machen ist, wie man da diese Person sieht, die Level 82 ist und aus irgendeinem Grund gegen diese Dinger hier kämpft. Hier ist einer. Nice. Come on. Ja, schön. Logischerweise, für uns ist es so ein bisschen ein Problem, dass wir hier gegen Sachen kämpfen, während wir eigentlich keine Rage haben. Keine Wut, um sie wirklich einsetzen zu können. Und dementsprechend, am Anfang steht man erstmal so ein bisschen doof da und kann einfach nichts machen. So, logischerweise, ich werde jetzt hier angegriffen von irgendwelchen Dovis. Aber das Schöne ist, man kann relativ schnell wegfliegen und so das Ganze unterbrechen. Okay, ja, da sieht man dann halt hier ein bisschen das Problem, auch wenn ein seltenes. Jetzt zum Beispiel hier sind jetzt so richtig schön viele. Wäre natürlich ganz schick, wenn man das mehrmals einsetzen könnte. Und ich glaube, das auch funktionieren würde. Also vielleicht habe ich das unterbrochen, weil ich mich bewegt habe. Ja, vermutlich. Oh, oder da kommen auf einmal richtig viele von denen raus. Das hat sich wirklich so angefühlt, als hätten wir den Double Charge und dementsprechend auch Doubled the Minions bekommen. Einer. Danke. Wegen einem. Oh, wow. Okay, damit haben wir das hoffentlich. Das ist sehr gut. Okay, und auch hier kommen nochmal mehr raus. Also da sieht man, denke ich, auch relativ gut, dass es nicht immer die gleichen Mengen sein müssen. Trotzdem unfein, wenn einer einziger da übrig bleibt. Okay. Dann haben wir auch hier schon wieder diesen nächsten Sprung. I must protect the wild. Well done, Werewolf. This will help us turn the tide against the enemy. Ragnaros is not the only powerful elemental that has re-emerged into our world. The dreaded Baron Geddon is leading the onslaught and we must put an end to his rampage. The Flameseer's staff has proven powerful. Perhaps it is powerful enough to weaken him to the point where our Arch-Druids can bind him where he stands. Go, Werewolf, and be careful. Baron Geddon is a vengeful and treacherous being. Und das ist wirklich eine wichtige Sache, die man hier angemerkt hat. Das Ding ist wirklich stark. Also... Einfach da reinzurennen und denken, dass man den umhauen kann, ist vermutlich für die meisten A nicht gegeben und B vor allem auch nicht unsere Aufgabe. So, und dann kommen wir jetzt hier wieder zurück und sehen, wir haben hier Baron Geddon als unseren Gegner. Und das Wichtige ist, hier kommt's, fall back. Und zwar mehr oder weniger so ein bisschen, wie man es aus der Hearthstone-Karte kennt, ist hier der Fall, dass er alles um sich herum angreift. Und dementsprechend unsere Aufgabe ist jetzt hier wirklich hinzugehen, ihn konstant anzugreifen und zu schwächen und wegzulaufen, wenn er dann diesen Charge einsetzt oder diese Wellen drückt. Da sieht man zum Beispiel, wir haben relativ viel Schaden genommen, wie die paar Sekunden, die wir jetzt hier drin waren. Aber ich denke, in der Sekunde, in der man realisiert, was zur Hölle man hier machen muss und sich dabei oder nicht zu dumm anstellt, dann sieht man, ist es eigentlich kein Problem. Na, hier wieder zurück. Und ich denke, dass wir dann mit der letzten Welle schaffen. Ich denke, man kann vermutlich hier oder da vielleicht ein paar Tricks finden oder ähnliches, wo man weiß, hey, man kann das aus sehr sicheren Entfernungen machen oder ähnliches, aber das ist zumindest die Idee, dass man hingeht
Und as a final act of revenge, Baron Garten has made you a living bomb. Move away from your allies. Und ich weiß gar nicht, wie das jetzt hier genau funktioniert. Aber im Endeffekt werden wir es in die Luft geworfen. Und wir springen einfach zu Boden. Ja, und das kann natürlich sehr, sehr fies sein, wenn man gerade wirklich schon so ein bisschen Schaden genommen hat, nicht sowas wie Second Wind hat und dann auf einmal in die Luft geschleudert wird, wo man dann, denke ich, definitiv Fallschaden nehmen wird, dann kann das natürlich dazu führen, dass man auf einmal auf die Fresse fliegt und drauf geht. Ich meine, ich hatte zumindest einmal so eine Situation, aber, you know, kann ich mich auch falsch erinnern. Well done, Werewolf, we cannot afford to lose any further ground in Hyau. By stopping Baron Garten, we will have dealt a huge blow to the enemy. Und hier bekommen wir etwas, was eigentlich besser ist. Und uns als Verkaufen angepriesen wird, nur weil es kein Critical Strike hat. Oder weniger. Natürlich so ein bisschen dumm. Ich meine, ja, der Sprung ist nicht groß, aber warum nicht? So, und... Oh, ups. Ja, irgendwo hinzulaufen, während wir keinen Quest haben. The Druids of Hyau are not the only ones sworn to defend this land. The Emerald Dragons have once again become a powerful ally to our cause. Speak to Alizra or the ruins of Ylardonir to the north and see what you can do to help. Farewell. Will do. Aber vorher will ich ganz gerne gucken, wo das hier ist. Sehr schön. Nice, so. Und ich bin mal ganz kurz zu freien, fliege hier über dieses Kampffeld hinüber. Einfach, um das Ganze ein bisschen angenehmer zu machen. Ja, und auch hier sieht man dann, wie schon so ein bisschen angemerkt, so die ersten Stellen, wo das Ganze auf einmal weniger schön aussieht. Und dann auch hier schon wieder, you know, könnt ihr erraten, was sich dort befindet? Ja, das ist ein Camp von denen. So, ich bin mal ganz kurz zu freien, haut dem auf die Nase, damit wir hier die Möglichkeit haben, dorthin zu kommen. Und ich finde es immer noch wirklich interessant, dass Mastery so genau auf eine Sache eingeht. Normalerweise sind es derzeit, genau, macht mehr Critical Schaden, nimmt weniger Schaden allgemein oder ähnliches, aber nicht, hey, diese eine Fähigkeit macht besser mehr. Okay, damit haben wir hier einen, der Emerald Drex. Und wir dürfen hier mal so ein bisschen ihr jetzt aushelfen. Ich glaube, es sind zwar nur ein oder zwei Quests, aber trotzdem. Guten Tag. My duties are here, viewing the enemy's movement from above, commanding our armies where they are needed. Your aid would be most welcome. I have heard about you, Werewolf, and the news you brought from the south. The battle has reached a stalemate, one that I fear is about to be broken by the Fire Lord's reawakening. That is unless we tip the scales in our favor in some way. There's a scout that was captured by the Twilight's Hammer. I believe she was in possession of valuable intelligence. Find her in the Twilight Camp to the west. Okay, und da sind wir mal ganz kurz so frei und laufen einfach dahin, einfach weil es dann doch super duper nah ist. Ja, und da sehen wir dann auch hier, wir haben mehr oder weniger bisher, glaube ich, immer nur Menschen gesehen gehabt. Oder Orks, ne, das sind Trolle, okay. Aber wir sehen auch jetzt hier die Oger. Und das ist natürlich auch so eine durchaus interessante Fraktion. Viele Leute wünschen sich wirklich, dass die Oger irgendwann selber mal spielbar wären. Und ich persönlich finde das auch durchaus interessant. Ist immer allgemein eh so ein Thema, was Blizzard für die Zukunft geplant hat von World of Warcraft. Was für neue Rassen, was für neue Klassen hinzugefügt werden. Und ich persönlich finde es immer sehr, sehr angenehm, wenn sie da irgendwas versuchen, machen. So, logischerweise, wir haben jetzt hier nicht wirklich die Aufgabe, die umzuhauen. Aber, okay, sehr, sehr aggressiv, alle auf eine mal losgehen. Aber im Endeffekt muss man hier in diese Ecke hingehen. Und hat hier eine Person. What brings you here? Help has arrived at last. I had been scouting behind enemy lines for nearly a day when they caught me. This attack on our front lines is not what it appears, Werewolf. I will give you all the details, but first let's find a way to get me out of here. Only the overseers carry keys to these cages. From what I recall, they're in the middle of the crater, in the thick of it. See if you can get a key of one of them. Yeah. Oder man nimmt einfach den hier. Ah, ja. Hi. Guten Tag und goodbye. Sweet. Das ist auch hier interessant. Oh, hey, hi! Sup, buddy? Wie auch immer ich dich nicht gesehen habe. Hello. The key, Werewolf! Did you get it? I'm thankful, Werewolf. I will deliver my findings to our people.
I thank you for freeing me, Verwolf. I will tell our allies of my findings. I suggest that you return to the Emerald Dragon that sent you. The Tridatimer does not seek to gain territory with this particular attack. They are also after a prisoner. Fandral Stackham is being held in the Barrel Dens. The attack doubles as a distraction to free him. To what end, I cannot tell. Perhaps our dragon ally can shed some lights on this. Good luck, friend. Nun, da bin ich jetzt natürlich jetzt so frei und fliegt da einfach raus. Also, ich denke, wenn man das Ganze hier so ein bisschen aggressiver angehen möchte, kann man natürlich wirklich einfach dahin fliegen und kann das Quest relativ zügiger machen. Aber wir wollen das Ganze nicht so angehen. This development is troubling, Werewolf. We must act swiftly. The Twinetimer wants to free Fandral Stackhelm. Mathurin suspect his corruption ran deep. This just cements it. At any rate, we cannot allow our enemies to get their hands on such a powerful Arch-Druid. I have a plan, Werewolf. We will move the prisoner through the Emerald Dream. It will be risky, but with all the cultists present here, it might be the only way to guarantee our success. Speak to Saina Stormrunner inside the Barrow Stand to the northeast. Ja, und da haben wir jetzt hier die Aufgabe, hier so ein bisschen nach weiter oben zu laufen. Dafür würde man hier so lang fliegen, glaube ich. Genau. Ja, hier sind die Dents und da sieht man auch hier The Watchers, eine sehr, sehr starke Einheit. Ich meine, es sind Nachtelfen. Und dann sieht man hier, die sind hier wirklich eingebrochen, um ihn zu befreien. Bin mal wirklich so frei und lass die mal so ein bisschen kämpfen. Wir nehmen das hier aber mit. Hallo. Hallo. Sieht hier auch wirklich viele Schlafgemache. Also die Leute leben hier auch. Was? Meine, okay, ich kann verstehen, das ist unterirdisch, aber trotzdem. Hier würde ich nicht schlafen wollen, wenn hier konstant Wasser runterfällt. Oder genau, wenn sowas hier existiert. Hier unten muss es extremst eklig feucht sein. Oh, wow. Okay, auf jeden Fall. Wir gehen jetzt hier unten entlang. Ist hier eigentlich ein offizieller Weg? Da könnte man lang gehen. Hier ist eine Sache, die man fischen könnte. Okay, hier ist auch nochmal ein Weg. Gut. Und da hinten ist lustig weiter. Da gibt es keinen Grund, entlang zu gehen. Man kann auch leider keinen Mount nutzen, um da irgendwie hinzufliegen. Einfach mal zu gucken, was dort ist. Okay, da kommen wir hier zum Arch-Druid Fandral Stackhelm. Und Captain Stormrunner. The Burning Legion will fall. Falscher Gegner, aber passt schon. The dragon might be right. The Twilight's Hammer has breached our security and this is our most dangerous prisoner. Alira's plan might be necessary, Werewolf. I don't know how much longer we can hold off the cultists. Fandral Stackhelm is bound by powerful spells, wie man hier sehen kann. He won't be able to escape you, even inside the Emerald Dream. Beware though, for all we know, the nightmare has spread to this part of the world inside the dream. Take Fandral to the surface and hand him to Alisra. Let's us hope he is more secure in Moonglade than he is here. Until next time. So, und damit gehen wir jetzt hier in eine andere Welt. Und haben jetzt hier einen Kollegen an unserer Seite, aber, wie schon angemerkt worden ist, Gegner sind auch hier anzutreffen, die sogar Sachen droppen können. Schon, wie auch immer das wiederum funktioniert. Aber wenn man sagt, hey, das ist einfach nur eine andere Welt, in der man sich befindet, warum nicht? Ja, auf jeden Fall, wir sehen, hier ist kein anderes Schwein außer diese Vieh hier. Und wir können dementsprechend von hier abhauen. Und können ein Ziel hier rausbringen, auf das die suchen. Ja, da ist natürlich dann auch hier wieder so ein Element, was man ansprechen muss. Klar, wir hören ja immer wieder, genau, ein starker Zauber wurde gebracht, damit halt das Gate der Dämonen nicht geöffnet werden kann oder wie auch immer. Aber dass es dann halt wirklich auch Sachen gibt, wo man einfach sagt, okay, der hat jetzt hier eine Zauberkette um sich herum und kann nichts mehr tun. So überhaupt nichts mehr. Mein Glückwunsch. Ich meine, der ist nicht anwesend, der kann nicht denken, der kann nicht handeln. Der kann nur folgen. Speak quickly, young one. I have urgent matters to attend. Kann aber reden, wenn man mit ihm redet. Ha. Oder ihn anklickt, eher gesagt. Das ist natürlich auch nicht selbstverständlich. So, und das Lustige ist natürlich, der Kollege folgt würde eigentlich gerade sagen, der Kollege folgt einem ohne Probleme. Aber, oh, wow. Ich glaube, es ist alles wurscht, solange wir hier ankommen.
Bin mal gespannt, was passiert. Ja. Den Joink. So, gucken wir mal. You did well, Werewolf. I will take Fandor to Moonglade myself. This prison will be far enough from the battlefront. His prison will be far enough from the battlefront here. Dann bekommen wir eine Sache, die angeblich ein Upgrade ist. Mehr Armor, weniger Stärke, aber ein mehr Stamina, weniger Dodge, mehr Haste und Mastery. Okay. I will take Fandor to Moonglade swiftly. I hope to return soon, so I may continue to aid in the battle. In the meantime, report back to Ysera and inform her of these recent developments. Okay, damit kommen wir wieder zurück in unsere Welt. Haben hier die Möglichkeit... Ernsthaft, das Ding sagt, es ist ein Upgrade wegen diesen 5 Critical Strike. Ja, und das nehmen wir natürlich hier ganz klar auch an. Okay, und da sieht man, wir haben schon so ein bisschen wieder unsere Klamotten anpassen dürfen. Ich meine, zum Ende hin von Wrath of the Lich King hatten wir durchaus Equipment, was relativ stimmig aussah. Aber das auch hier sieht wieder ganz gut aus. So, wir haben auf jeden Fall jetzt hier die Ehre, wieder zurückzufliegen. Und, you know, aktuell geht das durchaus noch in Ordnung, weil wir noch relativ nah sind. Aber in der Zukunft sieht es dann doch schon so ein bisschen anders aus. Tut mir leid, das nehme ich wieder mit. Joinks, aber auch hier logischerweise kriegen wir weiterhin nur Nuggets und Embassy kriegen wir mittlerweile. Das ist nämlich das nächste Level, wenn es zu First Aid kommt. Da sieht man zum Beispiel hier, ich habe noch 75 bzw. 150 eher gesagt an Force Reef Claws, das mehr oder weniger nicht mehr gebraucht werden kann. Klar, man könnte weiterhin hingehen und die verarbeiten. Man hat immerhin noch auf der gelben Stufe das Ganze. Das heißt, also man könnte theoretisch noch relativ viele Level-Ups oder halt Punkte hier bekommen. Aber es ist, denke ich, besser halt, durch das neue Zeug so zu investieren. Okay, auf jeden Fall, wir kehren hier zurück. Guten Tag. So, her decision might not have been the wisest, Werewolf, yet there is still... there is little time to worry about that now. I bring important discoveries from the Emerald Dream. I fear for Alistra's fate. Vandril's corruption ran deeper than anything I encountered in the nightmare. Yet, we can't afford to dwell on this. During my stay in the Dream, I made a vital discovery. The rift that weakens the boundaries of this world has hastened the return of powerful allies. The ancient guardians are coming back. Cenaris, Aviana, Guldren. I can feel their presence. We must make sure we usher them into this world. Their timely aid will be indispensable. Aha. So, dann haben wir auch hier. Tell me about the Shrine of Guldren. What has happened to the Grove of Aesiana? How can I help the Shrine of Aviana? Is there something I can do at the Sanctuary of Malorn? Ich denke, diese Sachen sind einfach nur so Informationen, aber wirklich viel machen kann man aktuell nicht. It will be crucial to reclaim each of the ancient shrines, Werewolf. Follow the road west on of the Verdant Thicket into Wolf's Run. We have operatives stationed there. Aid them in any way that you can and work your way to the first shrine. The Wolf God was known to the elf as Guldren and to the orcs as Logosh. He will be a fierce ally in our fight against the enemy. Yep, and... Wie gesagt, wir können hier definitiv aushelfen, wir werden an den unterschiedlichen Stellen aushelfen, aber halt nicht nur, weil man da diese Option auswählt. So, ich würde sagen, bevor wir jetzt hier anfangen und die nächsten Quest-Hubs ansteuern und starten, kommen wir hier zum Ende und machen einfach beim nächsten Mal hier weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verabschiede mich und bis dann.